Meinst du? Nachher kommt Darling Hobbit, wir sind fertig. Für wie viel Kilo Plätzchen haben wir eigentlich eingekauft? Willst du das mal Die habe ich verraten? ja eben schon mal wieder. Also wir haben jetzt eingekauft, circa 10, wir haben gut 10 Kilo Mehl eingekauft. Und daraus wird halt gezaubert. Das kann gut 15 Kilo werden, denke ich. Mal gucken, wie man noch an, was gemacht wird. Das kommt jetzt erstmal drauf an, so anderthalb Pfund Mehl. Jeder macht irgendwas, ne? Jeder macht irgendwas. Keiner weiß genau, was der andere macht. Kilo. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es Vanillekipfeln gibt. Oh, ich liebe Vanillekipfeln. Schön, dass ich jetzt die Schüssel gefilmt habe, wenn das. Also ein Kilo habe ich schon jetzt drüben hingetan. Das war jetzt sehr, das war jetzt super, also. Und jetzt kommt ein Pfund noch hier rein zum Abgeben. Das war jetzt 1A ernsthaft. Ja. Ein Pfund kommt jetzt hier noch rein. Wow. Einmal Backpulver. Zeller. Na, und Sally. Welfin. Hi. Ja, das nehmen wir jetzt im Mixer, zum Knetmixer. Und tun das vorsichtig unter dem Teig erstmal kneten. Füße gehen mal zur Seite. Ja, die Kleine ist natürlich auch wieder mit dabei, war ja, ist ja klar. Wir sperren sie nicht ein und wir sperren sie nicht aus. Macht nichts. Wir waren jetzt gerade am Schmatzen, ich glaube, dann macht die. Nee, die hat jetzt nur. So ganz vorsichtig. Ich habe jetzt so ein bisschen vorgearbeitet. Und jetzt kommt bitte nicht auf die Idee zu schreiben, die Schüssel ist zu klein. Nee, das geht nicht. Die brauche ich auch gleich nicht mehr. Das ist jetzt nur, dass es so ein bisschen untergeht. Ja. Stufe 1 machen, 1 bis 2. Damit das dazu. Jetzt hat man nicht das ganze Mehl hier. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Um auf Klaus' Kommentar zurückzukommen, ja, wir werden irgendwann den Nusskuchen machen, backen. Aber nicht heute. Nusstorte, ne, wollt ja, ihr haben, ne? Haselnusstorte werden wir auf jeden Fall machen. Danke für die Idee, aber nicht heute. Okay. So. Erstmal ein bisschen festmachen. Zelda, kommst du wieder? Was sind eigentlich deine Lieblingsplätzchen? Oh, meine Lieblingsplätzchen? Ja. Ich esse so alles ganz gerne. Hast du nicht irgendwas, was du sagst? Nö. Das ist Weihnachten und die geht's nicht? Nö. Nö. So hat sie das geknetet. Wow. Du denn? Ja, Spritzgebäck und Butterplätzchen. Kann ich den Stern mehr?
Ich mag auch Zimtsterne, aber mir ist wirklich Putzgebäck. Deswegen habe ich auch zu dir gesagt, zu dir und Darling gesagt, mach Sprossklecks und streik ich. Ja, wer kommt denn da schon wieder? Meine Fellneige. Jetzt versucht man daraus Anteil zu kneten. Man versucht es? Man knetet da daraus einen Teig. Da kommt schon Hobbit, das ist die erste. Das kommt doch halt man. Aber Darling müsste ja auch schon links, schon den anderen kommen. Ach ja, die Bahn fahren nicht anders. Mhm. Die Bahn fahren anders, genau. Aber irgendwann taucht sie auf. Wenn sie nicht auf halbem Wege wieder zurückfährt, taucht sie irgendwann auf. Nein. Hm? Jetzt wird er schon mal so ganz langsam. Dann werden wir gleich Hobbits begrüßen. Jetzt wecke ich mich mit euch. Jetzt haben wir eine Fahrerin, sollte man was vergessen haben. Nee, weil wenn wir was vergessen haben, dann laufe ich gern los. Ich weiß, der Laden ist um die Ecke. Das ist kein Problem, wenn noch irgendwas fehlt, wenn wir noch irgendwas brauchen. Wenn wir irgendwas zu wenig haben. Dann mache ich das. Das ist kein Problem. Ich back ja nichts. Ich habe es ja organisiert, das reicht auch. Wow. Da ist ja auch schon die zweite. Hallo Hobbit. Hi. Na, freust du dich schon? Ja, klar, geht gleich los. Du bist Nummer 2. Ah, cool. Ja, Nummer 3 ist noch auf dem Weg. Ah, hier riecht es schon ordentlich nach... Ja, was macht sie? Na? Den Teig. Ja, welchen? Vali, welchen Teig machst du? Hallo. Hallo, na? Na? Ich bin hier. Was für einen Teig machst du? Spritzgebäck. Okay, Spritzgebäck machen wir. Ja, genau. Nessie, hallo Mädchen. Ja, das ist doch nichts für dich, Lisa. Das ist doch gar nichts für dich. Das ist nichts für dich. Spezial. Spritzgebäck. Warte, Spezial Spritzgebäck? Nee. Nee? Doch. Doch. Das ist Spezial Spritzgebäck für das Mädchen. Muss noch Eiweiß rein? Was machst du da? Ich hab schon mal gesagt, das mache ich jetzt, dann bitte nicht auch gehen. Mhm. Ich denke mal. Ja. Aber wie hast du denn den Teig gemacht? Was hast du denn alles reingetan? Ja, was ist drin? Das kannst du im Video gucken. Mehl ist drin, Butter ist drin. Ja. Rumaroma, Zitronenaroma. Ja. Eier. Butter. Mhm. Alles, was da draufsteht. Mhm. Ich habe jetzt eben nur zu trocken. Vermute, das ganze Eier rein. Ah, Geheimrezept? Ja. Ah. So geheim, dass nur unsere Fans wissen. So. Da. Okay. Mhm. Ja. Hm. Ja, ja. Echt? Sehr süß. Ich muss aus der Küche sonst. Fertig. Du bist ja glaube ich schon. Okay. Hast du da noch was dabei gemacht? Ja, ich habe das Eiweiß da reingetan, weil der war zu trocken gewesen. Das haben wir gesehen. Dann habe ich jetzt Eiweiß reingetan und wieder gesagt, lässt er sich jetzt genauso formen wie der auch. Ah, cool. Muss den nur nochmal anders unterrührt werden. Ja. Und dann ging das wieder. Ja, super. Jetzt kann man das hier reinschütten. Mhm. Geht doch auch schon. Sieht schon ganz anders aus. Ja. No. Wird schon fester. Mach den zusammen. Mach ich gleich, Kabi. Das knallt.
schneid alles gleich zusammen. Das kommt gleich, das muss kommen. Jetzt muss der unterrühren. Ich kann aber auch zwei daraus machen. Genau. Wieder so, so näher durch den Drehbohr. Ja, aber dann ist ja, zum Beispiel den Teig hast du so. Der wird ja nicht so. Naja, ist ja beides der gleiche. Ist ja gleich konsistent. So, und hier begrüßen wir das Darling. Hi, sag mal, Darling, was hast du, bist ja heute hier zum Backen? Preußisch? Was hast du heute vor? Eine Menge. Und was mit fängst du an? Ich denke mit Vanillekipferl. Ja, cool. Dann lasse ich dich jetzt hier erstmals vorbereiten. Und du sagst mir dann, was da alles reinkommt? Unseren Leuten, ja, ne? Ja. Klar doch, oder? Ich schaue mich erstmal um, wo was ist. Genau. Finde ich hier erstmal klar. Das ist Farinzucker. Für alle, die es nicht kennen. Das ist gemahlener Candiszucker. Der wird für Lebkuchen und ja, alles Mögliche. Und da machst du jetzt einen Lebkuchen draus. Später. Okay, ja. Dann widme du dich jetzt mal deine Kipfeln und ich gucke mal kurz diesen Teig an. So, was sagt denn jetzt der Teig? Ja, der Teig, wie du siehst, der wird schon soweit fertig. Der muss jetzt bis morgen durchziehen. Okay, wieso so lange? Damit das Aroma richtig durchzieht. Ja. Wir müssen Darling gleich ein bisschen Platz im Backen aufgeben. Wir können jetzt gleich hier hin. Ich gehe dann gleich rüber und backe da weiter. Okay. Müsst euch absprechen, ja, Libo. Die haut den Teig. Guck mal, die Polizei hier. Das ist die beste Therapie, wenn man auf jemanden hat. Ich lauf schnell weg, die hat es sauer. Das ist doch noch harmlos. Lass mal sehen, wenn ich so einen Teig verkloppe. Mach ich mal sehen. Wir gucken gleich mal, wie du den Teig verklopfst. Ja, dann nehmen wir noch den Restteig. So, jetzt komme ich komplett zu dir. Vanillekipferl, was tust du rein? Noch gar nichts, ich bin noch nicht so. Ja, ich weiß, man ist generell an Zutaten. Bei mir auch. Ja. Generell an Zutaten. Ja. Mir geht's gut. Nee. Ungeduld ist keine Tugend. Ich habe nie behauptet, dass ich geduldig bin. Das habe ich nie in irgendeinem Video erwähnt. Also. Der ist jetzt fertig. Juhu. Auf dem Teller. Darf ich morgen das Döschen. Kühlschrank kann ich nicht tun. Ich bin voll. Ich bin raus. Ja. Draußen ist es kalt. Ja, okay. Da wird die Folie drum. Genau. Fertig. So. So. Nein. Was machst du jetzt da rein? Erzähl mal das Grundrezept. Was kommt da alles rein? Fang mal so an. Also. Freunde wollen es wissen. Hm. Für ein einfaches Rezept nimmt man 250 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 70 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz. Ja. 200 Gramm Butter. Okay, und wie machst du das? Ich nehme die doppelte Menge. Okay. Ja. Das Ganze wird dann verknetet, bis es ein schöner Teig ist. Wenn es zu klebrig ist, noch ein bisschen Mehl dabei, bis er schön in der Kugel formbar ist. Ja. Und ja, dann wird geformt, gebacken und fertig. Gut, dann gucken wir dir mal ein bisschen zu.